Hallo Stier, herzlich willkommen, Legung Oktober 2023. Alle Sternzeichen sind am Start, langsam aber sicher. Stier, wir wollen dir natürlich auch die beste Energie mit auf den Weg geben, über Sachen, die anecken können, Sachen, die sehr wertvoll sind, wie das Tarot dich sieht, ja, was du vielleicht zu vermeiden hast. Also einfach sei offen für das, was ist, okay? Auch die ältere Generation fühlt euch willkommen. Heute ist mein Buch für euch, euch eine Botschaft mit als erstes auf den Weg zu geben, die vielleicht sehr, sehr wertvoll sein kann. Denkt dran, Oktober ist schon in den Startlöchern. Meine Legungen sind für euch bewusst als unbewusst auch, ja, eine energetische Stütze oder Hilfe. Lasst es einfach fließen, so wie es sein darf und nehmt die Dinge so an, wie sie kommen. Aber denkt dran, eure geile Stierenergie ist auch in der Verantwortung, Dinge natürlich anders zu manövrieren. Stier, der Ruf heute ist, höre den Ruf deines Krafttieres und lade dich und dein Krafttier dazu ein, deine Motivation, ja, daraus zu lernen und auch daraus neue Kraft zu schöpfen, um in eine andere Frequenz zu kommen. Das heißt, es geht heute um Kommunikation, es geht um Kraft, es geht um Stärke, es geht um diesen Einsatz, den immer wieder Stier hat. Ein Löwe kann vielleicht auch eine große Bedeutung haben oder zumindest die Power von Stier im Monat Oktober wird eine sehr große Aussagekraft haben. Für einige von euch geht es darum, in der Vergangenheit, in den letzten 3, 4 Monaten, in den letzten 8 Monaten bis 4 Jahren haben einige Stiere unter euch unter der Vergangenheit gelitten. Einige habt ihr noch keinen Abschluss gefunden. Einige könnt ihr noch nicht eine Liebessituation zurücklassen. Einige von euch habt ihr immer noch ein Thema mit dem Vater, mit dem Bruder, mit dem Ex-Mann, wie auch immer. Es ist wichtig, Stier, im Monat Oktober vor allen Dingen, sich dessen bewusst zu werden, alles, was aus der Vergangenheit, kann gestern sein, bis in den letzten 4 Jahren, nicht ganz klar zu Ende gebracht worden ist, kann im Monat Oktober ein paar Konfusionen auslösen. Und deswegen ist es auch so wichtig, wie wir am Anfang schon gesehen haben, dass du in der Kraft bleibst, dass du in der Ordnung bleibst, dass du in der Disziplin bleibst, aber dass du auch in Bewegung bleibst, um diese Dinge, die wirklich aus der Vergangenheit rühren, nicht mehr in hier und im Jetzt anzunehmen. Okay? Wir schauen mal, worum es weiterhin geht. Wir haben, wow, die Kindheit, die Seelenpartnerschaften, einen gestärkten Stier, der mit Krebs, Fische, Skorpion, Schütze, Widder und Löwe zu tun haben kann. Ein Stier, der sehr spirituell ist, ein Stier, der mütterlich, der väterlich ist, ein Stier, der die Fruchtbarkeit genießen möchte, der schwanger werden möchte, ein Stier, der neue berufliche Wege gehen möchte, Stier, der oder die wirklich in eine neue Lernaufgabe, Lebensaufgabe gehen. Natürlich mit ein paar Hindernissen, aber es ist ein mega geiles Bild. Stier. Oktober heißt, deine Intuition, deine Spiritualität, deine Sinnlichkeit, deine Disziplin ist genau das, was die Bereitschaft nach vorne bringen wird, okay, um etwas zu verändern. Deine Vibration, deine Passion, deine Leidenschaft, ja, deine Instinkte, deine, wow, Sexualität auch. Stier, egal wie alt du bist, ab 18 Jahre aufwärts, okay. Hier geht es darum. Am 2. haben wir einen sehr feinfühligen Stier, einen Stier, der also auch wirklich aus der Mutter heraus, aus dem Vater heraus, ein Mutterthema, ein Familienthema, ein Thema mit weiblichen Energien annehmen, aufnehmen, lösen darf. Ein Stier, der sehr besorgt sein kann, aber gleichzeitig sehr aufopfernd sein kann und gleichzeitig sehr distanziert und ja, diszipliniert sein kann. Am 6. haben wir die Seelen, die Liebe, die Familie, ja, diese berufliche Erfolge, die, was möchte ich wirklich im Leben, okay, wie weit habe ich mich schon entwickelt, wer sind meine Schattenseiten, die Kindheit, Kindheitserinnerungen, Verbindungen seit Ewigkeiten, Partnerschaften, die schon seit 20, 30 Jahren her, Freundschaften, die schon seit der Kindheit sind, das Thema Kindheit, das Thema Visionen, das Thema Verbindungen, Liebe, Gefühle wird sehr groß geschrieben sein. Wir haben hier vor allen Dingen rotblonde Menschen, du oder jemand anderes aus deinem Leben, mehr hellere Hauttypen, auch ein paar grauhaarige Menschen, die vorher blond waren, blond gefärbte Leute auch hier. Manche haben ab Mitte Oktober eine Verbindung zu einem Ausländertypen, ja, mehr so braune Haare, schwarze Haare, dunkle Haut, okay.
Also Sommersprossen für den einen oder anderen, dunkle Augen bis grüne Augen auch, okay. Aber mehr der Ausländertyp, der dann halt mehr ab Mitte Oktober sich zeigen wird. Aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, aus der Zukunft. Für Stier heißt es, bringe in Bewegung deine Gefühle, bringe in Bewegung deine Projekte, bringe in Bewegung deine Bedürfnisse, bringe in Bewegung deine Passionen, deine Leidenschaften, bringe in Bewegung, was in dir drinne steckt, ja? Welche Kraft hast du noch zum Aufbringen? Welche Situation möchtest du noch lernen, ja? Was ist das, was du akzeptieren darfst? Du wirst, Krebs ist sehr markant, Krebs, Löwe, Skorpion, Fische, Schütze und Jungfrau. Diese Energien, warum auch immer, und Waage kommt gerade rein, haben eine Zusatzbedeutung in deinem Leben im Oktober. Wir haben für den Stiergeborenen, was du verhindern sollst, ist Toxine, Giftstoffe, Giftmittel, ja, Suchtmittel aller Arten, raus damit oder zumindest vermeiden oder zu reduzieren. Nervenkarusselle, Manipulationen, sexuelle Übergriffe, sexuelle Dreieckskisten vor allen Dingen auch, ja, alles was toxisch ist, eigene Denkweisen sollst du verhindern. Du sollst auch verhindern, Streitereien anzufangen mit Kindern oder dich provozieren zu lassen. Jemand, der vom Sternzeichen Zwilling, Waage, Wassermann ist, Krebs, Fische, Skorpion, Stier, Jungfrau, Steinbock, kann ab Mitte Oktober ein paar Probleme kreieren, wo du natürlich vorsichtig sein darfst. Vorsichtig auch mit Unterschriften, vorsichtig mit Menschen, die dein Vertrauen schon mal ausgenutzt haben, vorsichtig mit Impulsivitäten. Eine Benachrichtigung, ein Schriftverkehr, eine Situation, die zu dir kommen darf, wird sich aufzeigen, aber wird dir erstmal ein paar Schwierigkeiten bereiten können, diese zu akzeptieren. Wichtig ist auch, sei in der Verbundenheit mit dir, okay, dann kann nichts großartig schieflaufen, wenn du alles überprüfst. Wir haben einen Stier, der schon einen großen Fortschritt gemacht hat, ein Stier, der auch in der Partnerschaft, in der zukünftigen Partnerschaft schon weiß, wie er sich zu verhalten hat. Wir haben gerade für die Witwer, für die Alleinerziehenden, für die Singles unter euch auch, ja, die Möglichkeit, erstmal einen Menschen in dein Leben zu lassen, anhand einer Singlebörse, anhand einer Arbeitssituation, jemanden, der dir versucht, den Hof zu machen, du bekommst eine Liebeserklärung oder du spürst, da ist jemand, ja, der sehr interessiert an dich ist, mega geil, nutze das, aber das ist nicht die richtige Partie. Mitte Oktober bis Ende Oktober wird sich noch ein anderer Mensch, eine andere Frau, ein anderer Mann zeigen. Ja, der schon viel interessanter ist. Trotzdem versucht man das hier ein bisschen zu blockieren, ein bisschen zu verbarrikadieren. Weil jemand aus der Vergangenheit, durch Erinnerungen, durch Gespräche, durch wie auch immer, kommt nochmal in dein Leben und möchte dir eine neue Partnerschaft neidisch machen, madig machen, zerstören. Also möchte dein Liebesleben ein bisschen beeinflussen. Du wirst beobachtet von jemandem aus der Ferne. Jemand, der dich sehr gut kennt, wird ein Gerücht in die Welt setzen, was dir schaden wird. Okay, vorsichtig damit. Es geht darum, zurück in deine Stabilität zu kommen. Am 4. und am 9. genieße es, okay, finanziell, in der Familie, in den Freunden, gönn dir auch eine Kur, ja, gönn dir einen Ausflug, gönn dir ein Eis, gönn dir ein neues Outfit. Verändere vor allen Dingen dein Ambiente familiär. Du wirst viele Kraftenergien aufbringen müssen. Du wirst viel Kraft schöpfen. Das Leben wird dir zeigen, wie geil es ist, als Stier Hörner zu haben, aber auch Empathie zu zeigen. Wir haben viel Bewegung, intern und extern. Die Vergangenheit wird ein riesengroßes Thema werden. Für einige positiv, für andere negativ. Achte ein bisschen auf die Gesundheit. Ja, ansonsten ist alles im grünen Bereich. Was du vervollständigen sollst, was du wirklich leben sollst, ist deine Macht. Ist deine Ausstrahlung, ist deine neu gewonnene Energie, sind neue Freundschaften, ja, sind neue Wege, um in Frieden zu leben. Was du weitergehen sollst, ist auf deine Intuition zu hören. Ja, diese Kontakte, die schon seit Jahren bestehen, wieder aufleben zu lassen. Du darfst auch wirklich positive Energien verteilen und annehmen und genießen. Glaube auch mal, wenn das Leben im Oktober sagt, du bist ein geiler Stier, ja, wir geben dir jetzt mal was ganz Besonderes. Reflektioniere, sei nicht so stur, ja, aber sei auch dankbar, dass Verbindungen und Menschen auf dich zukommen werden, die etwas mit dir teilen wollen. Die Partnerschaften haben Höhen und Tiefen, ja, es kommen ein paar Gerüchte, die Kinder, die Enkel machen Probleme, die ältere Generation kann nicht ganz fließen. Es ist völlig okay. Sinnbildlich gesehen heißt es, loslassen, Vergangenheit anzugehen, auf deinen Thron zu kommen, ja, die Krone zu richten, deine
Machtposition zu leben, alle in die Schranken zu weisen, damit sich die Türen öffnen, der Liebe, des Erfolges, der Gesundheit, des Glückes, der Selbsterkennung, ja, der ganzen Bewegungen, alles, was Harmonie ist, alles, was greifbar ist, alles, was für dich einen neuen Lebensabschnitt bedeutet, hat gute Chancen, sich zu realisieren. Immer und dann, wenn du bereit bist, natürlich auch in dieser Thematik weiterzuschreiten. Hüte dich vor einem Vertrauensmissbrauch, vor allen Dingen am 7. und am 14. und am 20. Hüte dich davor, ja, dass Leute, die eine Lüge erzählen über dich, dass sie den Nährboden kriegen, dass du dich aufregst. Bleibe also immer im Vertrauen. Aus der Leichtigkeit heraus wirst du viele Sachen verändern können im Monat Oktober. Leider kann ich dir hier nicht alle Details sagen, aus verschiedensten rechtlichen Gründen auch. Schreib mich an für eine private Legung, für eine zielorientierte Therapie, ja, weil Oktobertermine sind jetzt schon freigesetzt. Notfall-Express-Termine kannst du von mir jeden Tag bekommen. Schreib mich an und wenn ich spüre, es ist echt ein Notfall, kriegst du sofort von mir noch einen Termin. Okay? Die Zahl 20, 21, 24, die 4, die 9, 44, die 8, die 23, die 7, die 70, die 90, die 38, 76 und 74. Buchstabe J, B und H, C, K und F, V und N. Pass diese Buchstaben an, Stier, wenn nicht, lass sie ziehen, okay? Denk dran, kommentieren ist erlaubt. Jedes Kommentar wird von mir höchstpersönlich beantwortet. Also hinterlass mir in deinen Kommentaren deine Ansichten oder wie auch immer und ich werde dir zeitnah antworten. Stier, von mir aus alles Liebe und wir hören uns. Bye.